Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mittwoch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn euch das Format gefällt, wisst ihr, lasst mir ein Like da, ein Abo, Kommentare, was euch gefällt. Jedenfalls, es ist so, wir haben uns ja in der letzten Woche die Geschichte des Helden Perseus angeschaut. Wir erinnern uns, die Geschichte mit der Medusa. Und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Ja, Liebe muss natürlich noch mit im Spiel sein. Und das sehen wir heute mitten in Wien, im ersten Bezirk, und zwar im alten Rathaus. Ja, wir sind hier jetzt beim sogenannten Alten Rathaus. Vielleicht kennt ihr das Rathaus an der Ringstraße. Das wurde allerdings erst im 19. Jahrhundert errichtet. Und davor war das Rathaus von Wien eben hier. Es ist wirklich sehr alt, denn es wurde von dem Habsburger Friedrich dem Schönen der Stadt Wien überlassen. 1883 wurde das neue Rathaus an der Wiener Ringstraße errichtet und heute befindet sich hier drinnen noch das Magistratische Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk und auch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Und wenn man hier in den alten Hof hineinkommt, dann sieht man gleich einen wunderschönen Brunnen. Und dieser Brunnen wurde im 18. Jahrhundert von Georg Raphael Donner gefertigt. 1740 hat die Stadt den Auftrag erteilt und er zeigt uns eben ein mythologisches Motiv. Und zwar heißt dieser Brunnen Andromeda-Brunnen. In dieser griechischen Geschichte geht es darum, dass Andromedas Mutter Cassiopeia, ja, jetzt je nach Überlieferung, entweder behauptet hat, sie selbst sei schöner als die Nereiden oder ihre Tochter sei schöner als diese Meeresgöttinnen. Meeresnymphen sind es eigentlich. Jedenfalls hat das Poseidon nicht so cool gefunden und schickte die Flut sowie das Seeungeheuer Ketos, um Land und Bevölkerung zu plagen. Nach einem Orakelspruch wurde nun die arme Andromeda auf einen Felsen am Meer gekettet, um diesem Meeresungeheuer geopfert zu werden. Wie geht die Geschichte aber nun weiter? Wird Andromeda wirklich von dem Ungeheuer getötet? Naja, wir sehen schon hier auf dem Brunnen, dass da Perseus auf dem geflügelten Pferd Pegasus heransprengt. Wir erinnern uns, in der letzten Folge haben wir gehört, dass er die Medusa getötet hat und aus dem Haupt der Medusa dieses Pferd entsprungen war. Perseus ist gerade auf dem Heimweg, fliegt bei diesem Felsen vorbei und entdeckt Andromeda unter sich. Und natürlich kann er nicht anders, er möchte ihr helfen. Er stürzt hinab und liefert sich ein Gefecht mit dem Seeungeheuer und tötet es. Nun möchten Andromeda und Perseus heiraten. Da hat allerdings noch Andromedas Onkel etwas mitzureden, denn der hatte schon vorher, also bevor Andromeda geopfert werden sollte, Ansprüche auf eine Hochzeit mit ihr gestellt. Und jetzt kommt es wiederum zum Kampf gegen diesen Onkel Phineus und seine Getreuen. Perseus sieht sich schließlich gezwungen, das Haupt der Medusa einzusetzen und alle Feinde werden zu Stein. Nun kann er schließlich Andromeda heiraten. Es ist eine sehr glückliche Beziehung. Kinderreich sind die. Einer der Söhne heißt Perses, der dann zum Stammvater der Perserkönige werden sollte. Und ja, unüblicherweise für die griechische Mythologie geht diese Geschichte einmal gut aus. Zum Schluss sogar kommt es so weit, dass Andromeda und auch das Meeresungeheuer Ketos an den Himmel gehoben werden und zu einem Sternbild wurden. Ja, das war die Geschichte von Perseus und Andromeda. Und wisst ihr, wie es läuft? Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das durch ein Like. Folgt mir auch gerne in den Social Media. Oder kommt am besten einmal mit zu einer Führung durch Wien. Und jetzt zum Schluss zeige ich euch noch was. Für alle, die jetzt bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wir sind jetzt nämlich auf der Hinterseite vom alten Rathaus herausgekommen und hier gibt es noch ein wunderschönes Tor, eine wunderschöne Kapelle. Die zeige ich euch jetzt gleich noch. Also, hier sind wir gerade rausgekommen und wenn wir jetzt nur da nach drüben schauen, dann sehen wir hier
den Eingang zur Salvatorkapelle. Und wie es hier steht, das ist so besonders, weil es ist eines der wenigen Renaissance-Bauwerke, die uns hier in Wien noch erhalten sind.